Hui. So, ich bin gespannt. Ich mache jetzt mal F5. Jetzt fahren wir allerdings nochmal 2 Minuten hier rum und Ja, willkommen zurück zu TechTown. Heute mal eine Folge alleine und zwar habe ich heute mal vor, diese Achterbahn mal zu Ende zu bringen. Weil irgendwie fehlt da noch diese ganze Einstiegsgedönskram. Aber ich habe mich jetzt mal ein bisschen schlau gemacht. Ich hoffe auch, dass ich das so umsetzen kann. Ihr kennt ja, ich bin manchmal so ein bisschen gut drauf. Nein, Quatsch. Es gibt eine Einstiegsschiene und die würde ich ganz gerne benutzen. Es gibt halt eine für, wo ist da hinten, ist das Portal. Ich mache im Moment immer das Portal woanders hin. Weil wir haben zwar gestern mit der Schussanlage dahin angefangen und wir sind richtig weit gekommen, wenn ich mal ehrlich bin. Also da müssen wir nochmal dran arbeiten. So. Und zwar gibt es Einstiegsschienen einmal für Züge an sich, also für einzelne Waggons und einmal für aneinandergereihte Minecarts. Und wir wollen ja eine für aneinandergereihte Minecarts haben. Am liebsten hätte ich auch noch welche mit 2 Wagen. Ich denke mal 2x4 Wagen werde ich jetzt versuchen da einzubauen. Man könnte das ja irgendwie mit einer Schaltung machen. Ob es jetzt funktioniert, werden wir sehen. So, Train Boarding Track. Train Holding. Es gibt einmal, glaube ich, für Trains und einmal für normale Dinge. Lockdown Track, Whistle Track. Locomotive Track. Also ich glaube, die waren es hier. Ich hab sogar noch Teile. Ja. Bräuchte ich allerdings noch Minecarts. Sorry. Und mein Brecheisen. Wie nennt man es? Oh. Crowbar. Ich glaube, das ist aber bald schon kaputt, ne? Boah, schon hart benutzt. Aber mehr habe ich bisher noch nicht benutzt. Ich habe nur eins. So, wir haben den Train Boarding Track. Der hält meine Züge fest. 4 Stück kann ich machen. Oh, ich brauche noch mehr. Minecart. Also im Moment fühle ich mich immer wie in so einem, ja, 8 Dinger sind es genau, wie in so einem Kreativmodus, weil ich habe im Grunde alles so gut wie, ich kann alles bauen, bis auf dunkles Holz, aber das ist ein anderes Thema. So Leute, jetzt wollen wir aber mal dieses Ding, genau, wir brauchen noch Wooden Track. Wooden Track. Yeah. Und Wooden Booster Track haben wir auch noch. Und jetzt brauche ich eine ganz herkömmliche Schiene und zwar eine, ich glaube Detector Track hieß sie. Oh ja, auch alle anderen Tracks, also alle anderen Schienen sind jetzt anders zu bauen durch den Mod. Da sind nicht mehr Eisenstangen in der Mitte Holz und fertig und darüber eine Schaltung. Ich glaube, so ging es ursprünglich mal mit dem Ding. So. Jetzt brauchen wir, glaube ich, noch Redstone. Und noch einen Button. Button und vielleicht noch einen Switch. Ach, lol, ich habe keinen Switch mehr. Okay. Wie gesagt, ich habe es noch nie gebaut. Ich versuche es jetzt einfach mal. Man kann es wahrscheinlich noch irgendwie anders bauen, weil es gibt so voll viele... Nein, mir fehlt Rose Red. Aber ich habe eine Blumenfarm, ne? Und es bringt sogar schon was. 114 Blumen schon. Und somit schon mal 1 Stack Switch... Ne, sogar mehr. Könnt jetzt sogar mehr Switches bauen. So. Ist die Blumenfarm überhaupt noch an? Ne. Ne. Doch, eigentlich schon. Ja, die nicht. Okay, ich dachte nur, die wäre alle. Deswegen, jetzt gehen wir hier durch. Der Ted baut auch schon fleißig. Sein Pimmel ist gerade schon, also der, sein Pimmel ist weg, der in der letzten Folge da war. Der war aber sehr, sehr lustig. So, jetzt muss ich allerdings erstmal schauen, weil ich habe soweit noch nie gebaut. Rein theoretisch würde ich jetzt sagen, hier müssen Booster-Tracks hin. Oh Mann, das gibt jetzt immer dann Gebastel. Weil das ist ja auch das Coole daran. TechTown macht dir unheimlich viel Spaß. Ich gucke halt immer neue Mods jetzt. Zum Beispiel dieses Mal. Alter. Fand ich es halt so passend mit Railcraft. Diese Achterbahn. Damit habe ich. Ist der jetzt ein Schalter? Ja, lol. Das könnt ihr nicht drücken. Da jetzt. Jawoll. Aber ich finde es halt sehr interessant, dass man halt neue Mods ausprobieren kann. Wie der Heiko, der jetzt ja diesen Fusionsreaktor gebastelt hat. Und so kann man sich so ein bisschen mit den Mods so abwechseln. Ich werde mal gucken, was ich noch für Mods mir durchnehme, weil ich würde am liebsten noch ein paar andere Mods testen. Ihr könnt ja ganz gerne mal in die Kommentare schreiben, was ich noch machen soll. Außer, ich weiß nicht, der Bienenmod, der hat mich irgendwie demotiviert letztens. Vielleicht traue ich mich da nochmal dran. Hä? Oh nein. Oh no. Egal, kann bleiben. Ich muss hier, glaube ich, gleich sowieso noch drunter, indem ich da noch ein paar Sachen baue.
dieser One-Step-Assist, ne, dass man immer einen hochläuft, ist total behindert. Also manchmal. Manchmal ist er cool, aber manchmal ist er auch irgendwie blöd. Na komm, dann kann der auch weg. Und wir haben Switch aufgehoben. Okay, die sind jetzt alle bestromt. Ja, bleibt der erste Wagen da hängen oder der letzte? Oh, scheiße, Mann. So, wie man sehen kann, geht's nur in eine Richtung. Ich versuche das jetzt mal so. Dann machen wir so. Die müssen ja dann da durchfahren und da stehen bleiben. Und dann muss hier irgendwo noch ein Schalter hin, dass man dann sagen kann, yo, jetzt will ich fahren. Jetzt will ich fahren. Da kann man nichts hinstellen. Davor ist Quatsch. Wenn man hier so drin sitzt, kann man... Ja, man könnte halt auf diesen Balken da drücken. Wobei, da brauche ich jetzt wahrscheinlich so einen... Oh Mann, einen dicken Jungle Wood. Jungle Wood. Ach, guck mal, perfekt. Wäre bestimmt einfacher gewesen, einfach zurückzufliegen durchs Portal durch, aber da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Wie das halt manchmal so ist. So, da unten geht's weiter. Ich hoffe, das funktioniert auch, weil das ist jetzt schon voll lange. Und ich wollte ja dann auch mal, wenn alles komplett ist, die Porkys mal einladen. Und ihr hattet ja auch geschrieben, oder jemand hat auch geschrieben, dass die am besten hier so ein Hotel noch bauen sollen. Weil in so einem Freizeitpark gehört natürlich auch ein Hotel. Und es wäre eigentlich perfekt, wenn die Porkys sich hier um irgendwie so ein Hotel kümmern würden. Eigentlich würde es sogar richtig gut hier passen. Dann könnte man, die Seite ist ja noch relativ neumodisch gehalten. Dann könnte man den Bahnhof an das Design anpassen. Dann, eventuell das Hotel. Oder nee, ich glaube, die machen lieber irgendwie ein Bauwerk da hinten rein, weil das Hotel würde ich dann mehr an die Farbe anpassen. An die Kinofarbe. Ah, schau ich mal. Auf jeden Fall hole ich die noch dazu, dann können die hier basteln. Lol. Weil da überall diese Balken sind. Mal ist das blöd. Warte mal. Was ist denn, wenn ich hier oben die wegmache? Oh, ja. Ach nee, da darf ja gar kein Switch drauf, ich Doofkopf. Da muss ein Schalter drauf. Ein Button. Oh nee. Hä, ist das jetzt an? Ach nee, ist glaube ich länger immer an, ne? Ja, genau. Damit da der ganze Wagen auch durchfährt. Ja, so ist er gut. Dann lieber so. So ist schon mal gut. Ja, der Block da drunter muss, glaube ich, bleiben, damit der Redstone-Signal durchgepowert wird. Eventuell mal hier drüber noch so streben, damit es halt noch ein bisschen besser hier reinpasst. Und weiter muss ich nochmal alles wegkloppen. Aber egal, ich find's ja cool. Ich find's voll cool hier drin. Und ich finde es auch schön, dass ihr alle so mitmacht, ihr euch dieses Projekt reinzieht, weil manche Projekte sind ja nicht so gerne gesehen, aber ich glaube, das hier macht jetzt schon wieder Spaß. Wobei, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie lange es geht. Ich würde mir wünschen, dass ich den Park noch fertig bekomme. Okay, da muss ich natürlich noch ein bisschen verlängern. Aber gut, jetzt testen wir erstmal die Tracks. Wir nehmen mal einen Vierer-Track. 1, 2, 3, 4. Jetzt muss ich die alle verlinken, hier mit der Crowbar. Link created. So, rein theoretisch sind jetzt alle zusammen. Schiebe ich die da mal drauf. Jetzt schiebe ich die da mal drauf, Mann. Meint. Ah, ich mach da mal hier die anderen Schienen hin. So, jetzt sind wir in Position. Jetzt probieren wir mal aus. Oh Mann, man kann nicht so gut den Knopf drücken, wenn man... Ach, scheiße. Muss immer der Zweitplatzierte drücken. Oder man macht hier ein paar Knöpfe hin. So, perfekt. Hui. So, ich bin gespannt. Ich mache jetzt nochmal F5. Jetzt fahren wir allerdings nochmal 2 Minuten hier rum. Und, ja, der Berg hoch dauert lange und ich würde dann gerne noch eine Besonderheit einbauen und zwar noch einen Ausstiegsbereich. Ich weiß nur noch nicht, ob ich das hinbekomme. Aber rein theoretisch müsste es gehen. Hui. Genau, guck mich die ganze Zeit an, der Tönnis ist hier. So, jetzt fahren wir... Oh mein Gott. Okay, jetzt gerade ganz kurz gestoppt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das war, glaube ich, schon mal.
Ich glaube, das liegt einfach an der Masse der Karts. Da sollte ich auch nur 3 Karts nehmen. Ist, glaube ich, noch cooler. Und da jumpen wir da wieder drüber. Probiert jetzt jedes Mal aus hier. Ja, ich glaube, 1 Kart nehme ich mal weg. Dann haben wir nur 3er Verbunde. Ist immer lustig, wie die so ganz hart hin und her wabbeln. So, jetzt, Achtung! Achtung, wir fahren ein. Oh, das ist ja cool. Okay. Alter, das war ja voll einfach, ey. Und ich mach da voll den Heckmeck, so. Aber der muss hier weg. So, nehmen wir 3er-Wagen. 3er-Wagen sind cool. Jetzt müssen wir nur gucken, dass man irgendwo nochmal so eine Ausstiegsschiene hat. Da muss aber hier vorne nochmal eben irgendwo ein Schalter hin. Ich würde fast schon sagen... Warte, da steigt man ein. Ja, ich müsste eigentlich das ganze Ding hier verlängern. Also den ganzen Aufbau, dass man weiter draußen einsteigt. Und die Fackel, die packe ich mal jetzt unterirdisch hin. Hier stehen irgendwann so viele Fackeln, ne, von diesen Torches. Ich weiß, dass im Kino eine ist. Dann würde ich sagen, behalte ich die Linie bei und mache hier drunter mal eben eine. Wer es nicht weiß, die Fackeln verhindern innerhalb von, ich glaube, einem 64er Radius, so im Kreis, dass da Monster spawnen. Also haben die absolut keinen Bock. Dann sagen die sich so, boah, da würde ich jetzt gerne spawnen. Und dann denken die so, boah, nee, eine Magnum-Torch, habe ich keinen Bock drauf. So sieht das da aus. So. Da steigt man ein. Dann enden hier auch die Warteschlangen. Dann könnte man sagen, dass man hier aussteigt. Von dem man 16 Tracks kriegt, wenn man einmal eine Schiene macht. Hey, nein! Dann steigt man hier aus. Dann kann das hier aber alles nochmal bis hier. So, hier wäre der Ausstiegsbereich. Da mache ich nochmal ein paar Schienen weg. Ich habe ja genug eingepackt. So ist es ja nicht. Kommt man noch mal Ecke geflogen und fährt dann... Los, wo ist Strom? Alter, habe ich nicht mehr? Egal, Mann. So, wir gucken mal hier drunter. Hä? Hallo? Ah, hier. So. Und dann kommt da der Switch hin. So, das haben wir jetzt auch. Dann haben wir das einigermaßen in der Reihe. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier wieder die ganz normalen Wooden Tracks hin. Dann kann man da hin rollen. Und dann wir hier zum Aussteigen. Und dann wäre eigentlich ganz cool, wenn der Wagen dann hier drüber fährt. So, müsste hier eigentlich so ein Schalterding sein. Und dann wird das hier bepowert. Dann fährt der Zug nach. Das wird aber dann doch ein bisschen schwieriger als gedacht. Glaube ich jedenfalls. Oh, wir können es ja wireless machen, ne? Jawohl, wireless. Das wäre sogar richtig geil. Warte mal. Wireless? Wobei ich ja zugeben muss, dass dieses Wireless ja ab und zu mal verbuggt ist. Und deswegen ist es vielleicht nicht so geil, aber vielleicht hat... Oh Mann, ich habe nichts mehr Wireless. Ich brauche noch diese Receiver und die Transmitter und ich habe nur noch eins davon. Ich würde sagen, das baue ich dann offscreen und zeige euch dann das Ergebnis. Also im Grunde kommt hier vorne, ich mach's mal eben. Schemenhaft. Oh cool, die sind sogar bestromt, beide Seiten. Hier kommt ein Detector Rail hin. Und wenn der Zug halt da drüber fährt, wird das hier quasi ausgelöst, ist ja wie ein Schalter. Und bepowert dann die Schiene, wo halt noch ein Dreierverbund von Zügen drauf ist. Und dann fahren die an die Position des Einstiegsgedöns. So. Können wir machen? 1, 2. Oh, 3 geht gerade nicht. 1, 2, 3. Dann verlinken wir die nochmal eben. Jawohl. Und wie blöd die Karts aussehen von hier unten, ne? Von oben, okay. Von unten, scheiße. Okay, gut. Ich würde sagen, hier, ich mache hier mal einen Cut.
Wenn euch die Folge gefallen hat mit den ganzen Achterbahn-Schienengedöns, dann gebt der Folge einen Daumen hoch. Zeigt ihr euren Freunden und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Part von TechTown. Tschüss!